Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Anna von Deutsch It Easy und helfe dir beim Sprachenlernen. Das ist ein besonderes Video. In diesem Video, in den nächsten 10 Minuten, wirst du die 50 wichtigsten Wörter im Deutschen erfahren bzw. lernen. Wenn es dich interessiert, bleib dabei. Deutsch It Easy mit Anna Kreib. Hier geht es um das Wichtigste beim Sprachenlernen: Motivation, Integration und Durchhaltevermögen. Vorab möchte ich sagen, das Video ist eher für diejenigen gedacht, die noch keine Erfahrung, was das Sprachenlernen bzw. Deutschlernen angeht, gesammelt haben. Daher habe ich englische Untertitel hinzugefügt, sodass du besser nachvollziehen kannst, worum es eigentlich geht. Wenn du auf einem höheren Level bist und dir dieses Video trotzdem anschauen möchtest, würde ich dich darum bitten, dass du einfach fleißig kommentierst und sagst, ob du damit konform gehst, was ich hier vorstelle und die Wörter, die ich vorstelle, für wichtig hältst, oder vielleicht hast du eine andere Idee, vielleicht hast du noch ganz am Anfang andere Wörter dazu gelernt. Das kannst du alles unten in die Kommentare schreiben, denn das hilft auch denjenigen, die gerade ganz am Anfang stehen und noch sehr, sehr viel lernen müssen. Daher würde ich dich bitten, dass du einfach fleißig kommentierst. So können wir uns auch hier unten in den Kommentaren austauschen. Ansonsten, die Wörter, die ich jetzt vorstellen werde, habe ich thematisch eingeteilt in thematische Gruppen und wir würden mit Personalpronomen anfangen. Wenn du soweit bist und etwas zum Schreiben hast, dann los geht's. Also das Erste, was du brauchst, um einfache deutsche Sätze bilden zu können, sind Personalpronomen. Ich kann dir erklären, was das ist. Das bin ich. Ich. Und das bist du. Du. Mein Mann arbeitet. Also er arbeitet. Meine Tochter spielt. Also sie spielt. Das Kind weint. Also es weint. Natürlich kannst du diese Pronomen in der dritten Person Singular, also er, sie, es, durch der, die, das ersetzen. Das geht innerhalb der deutschen Sprache. So, weiter geht's. Du und ich sind wir. Deine Schwester und du seid ihr und die Leute auf der Straße sind sie. Das ist das Erste, was man lernt und das ist eigentlich das Wichtigste, um dich überhaupt verständigen zu können. Du kannst dir so eine kleine Tabelle machen. Wenn du möchtest, kann ich dir am Ende des Videos noch ein Buch dazu empfehlen, wo du das alles nochmal nachschlagen kannst. Aber das sind die Basics, die man lernen sollte, um mit dem Sprachenlernen überhaupt beginnen zu können. Die zweite Kategorie, die für dich besonders wichtig ist, wenn du mit dem Sprachenlernen beginnst, sind häufige Verben innerhalb der deutschen Sprache. Und jetzt rede ich von den Verben sein und haben. Glaub mir, sie sind überlebenswichtig für dich. Ich habe schon im Rahmen eines Integrationskurses unterrichtet und der Unterschied zwischen den Menschen, die sich diese Verben einprägen und die das nicht tun, ist absolut rasant. Das merkt man sofort. Und weißt du, was das Problem ist? Diese Verben können als Vollverben vorkommen, das heißt, sie haben ihre eigene Bedeutung. Oder sie werden als Hilfsverb in vielen Zeitformen benutzt. Diese Formen solltest du auswendig lernen. Ich rede jetzt nicht davon, dass du die Wörter einfach übersetzt und verstehst, was das bedeutet. Ganz im Gegenteil, du solltest die Formen lernen, du solltest die Konjugation von diesen Verben lernen. Und je nach Pronomen werden diese Verben verändert. Zum Beispiel, wenn wir das Verb sein nehmen, wird das Verb folgendermaßen konjugiert. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie und sie als Höflichkeitsform sind. Oder nehmen wir das Verb haben. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie und sie haben. Das nächste Verb, das für dich besonders wichtig ist, ist das Verb werden. Nicht nur wegen seiner Bedeutung. Ich sage zum Beispiel, ich werde Lehrerin, wenn ich mit dem Studium fertig bin. Sondern, dass ich dieses Verb als Hilfsverb bei vielen Formen benutzen kann. Ich sage zum Beispiel, meine Tochter wird abgeholt.
meine Tochter wird abgeholt. Oder ich werde dich informieren. Ich werde dich informieren. Also ich benutze dieses Verb als Hilfsverb in meinen Sätzen. Und das wird folgendermaßen konjugiert. Und das wird folgendermaßen konjugiert. Zum Beispiel, ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet. Achtung, ein häufiger Fehler. Sie und sie werden. Die nächste Gruppe sind Verben, und zwar normale Verben. Ich habe für dich 9 rausgesucht, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind, wenn du mit dem Sprachenlernen, mit dem Deutschlernen jetzt gerade beginnst. Und zwar sind das folgende Verben: machen, gehen, kommen, sagen, hören, sehen, geben, essen, schlafen. Die 9. Du kannst mir natürlich deine Meinung unten in die Kommentare schreiben und sagen, welche Verben du für besonders wichtig hältst. Und ja, da können wir uns austauschen. Ansonsten wollte ich dir sagen, diese Verben stehen in ihrer Grundform, im Infinitiv. Und natürlich, wenn du sie in die Sätze einsetzen möchtest, in den Sätzen benutzen möchtest, musst du diese Verben anpassen. Das bedeutet für dich, dass du erstmal die Endung en wegmachst und stattdessen eine andere Endung benutzt. Und diese Endung hängt davon ab, welches Pronomen bzw. welches Nomen wir benutzen. Zum Beispiel nehmen wir das Verb machen. Ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie und sie machen. Diese Endungen bleiben eigentlich bei vielen Verben so, wie sie sind, es sei denn, wir benutzen ein Modalverb. Dazu komme ich ein bisschen später. Also diese Endungen bleiben, beziehungsweise diese Endungen verknüpfst du einfach mit deinen Pronomen. Genauso geht es mit dem Verb hören, zum Beispiel ich höre, du hörst, er, sie, es hört, wir hören, ihr hört, sie und sie hören. Oder sagen, ich sage, du sagst, er, sie, es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie und sie sagen. Aber es gibt kleine Ausnahmen bzw. Besonderheiten innerhalb der deutschen Sprache. Und zwar gehören dazu solche Verben wie sehen, geben oder beispielsweise essen aus dieser Liste, die ich mitgebracht habe. Und zwar verändert sich ein Buchstabe, wenn ich das Wort konjugiere, wenn ich das Verb konjugiere. Und zwar in der zweiten Person Singular bzw. in der dritten Person Singular. Ich benutze anstatt i. Wir wollen jetzt zusammen anschauen, wie das funktioniert. Zum Beispiel das Verb geben. Ich gebe, ganz normal. Du gibst. Er, sie, es gibt. Und ansonsten benutzen wir das Verb ganz normal. Wir geben, ihr gebt, sie und sie geben. Genauso ist das mit dem Verb essen. Ich esse, du isst, sie es. Ich esse, du isst, er, sie, es isst, wir essen, ihr esst, sie und sie essen. Oder sehen. Ich sehe, du siehst, er, sie, es sieht, wir sehen, ihr seht, sie und sie sehen. Ich weiß, das ist etwas ungewöhnlich, aber das würde ich einfach so hinnehmen. Du brauchst dir nicht zu überlegen, warum das so ist. Stattdessen nutze diese Zeit und lerne schon mal die Formen, weil du sie später brauchst. Das Verb schlafen hat auch eine Besonderheit. Und zwar ändert sich der Buchstabe A und wir sagen dann statt A, Ä, der sogenannte A-Umlaut. Auch in der zweiten und in der dritten Person Singular. Also, ich schlafe, du schläfst. Er, sie, es schläft. Wir schlafen, ihr schlaft. Sie und sie schlafen. Die nächste Kategorie sind Modalverben. Und Modalverben sind total cool. Es gibt 6 insgesamt innerhalb der deutschen Sprache. Und so sind wie folgt: können, müssen, dürfen, wollen, sollen und mögen bzw. möchten. Die 6 solltest du auswendig lernen, auch wie sie konjugiert werden. Das habe ich dir schon gesagt, das macht durchaus Sinn, dass du verstehst, wie die Formen von diesen Verben sind. Jetzt momentan will ich das nicht machen, ich will eher erklären, was diese Verben bedeuten. Diese Verben kann ich in Kombination mit einem Vollverb benutzen. Das, was wir gerade gemacht haben, gehen, schlafen, hören, arbeiten und so weiter.
gut. Nehmen wir einen ganz normalen Satz ohne Modalverb. Ich spiele mit meinem Kind. Ich spiele mit meinem Kind. Je nachdem, welches Modalverb ich einsetze, kann ich die Bedeutung meines Satzes verändern. Zum Beispiel, ich kann mit meinem Kind spielen. Das bedeutet, ich habe die Fähigkeit bzw. die Möglichkeit, mit meinem Kind zu spielen. Ich muss mit meinem Kind spielen, zeigt die Pflicht. Das ist die Pflicht, dass ich mit meinem Kind spiele. Ich soll mit meinem Kind spielen, zeigt die Aufforderung bzw. die Empfehlung. Es ist empfehlenswert, dass ich mit meinem Kind spiele. Ich will mit meinem Kind spielen, bedeutet, dass ich einen Wunsch habe. Ich habe den Wunsch, mit meinem Kind zu spielen. Und ich möchte mit meinem Kind spielen, zeigt, dass ich auch einen Wunsch habe. Ich möchte mit meinem Kind spielen. Haben wir was vergessen? Ich glaube, dürfen. Ich darf mit meinem Kind spielen, bedeutet, dass ich die Erlaubnis dazu habe. Ich darf mit meinem Kind spielen. Es ist erlaubt, dass ich mit meinem Kind spiele. Du merkst, dass wir jetzt nur ein Vollverb hatten, aber je nachdem, welches Modalverb ich damit benutze, kann ich vollkommen verschiedene Sätze formulieren. Das ist sehr, sehr wichtig und deshalb würde ich dir empfehlen, dass du diese Verben auch aufschreibst und vor allem aufschreibst, wie sie durchkonjugiert werden, also ich kann, du kannst und so weiter. Das, was wir jetzt gerade mit den anderen Verben gemacht haben, ich würde das jetzt nicht machen, weil es völlig den zeitlichen Rahmen sprengt, aber das macht durchaus Sinn für dich. Die nächste Gruppe sind Fragewörter und das sind solche Wörter, die du bei Fragen benutzt. Also wenn du etwas fragen möchtest, zum Beispiel wer, was, wieso, weshalb, warum, wie, wie spät, welche, wie viel und so weiter. Es gibt eine ganze Liste und diese Liste kannst du benutzen, um die Fragewörter zu lernen. Wenn du sie gelernt hast, wird es dir leicht fallen, die Leute zu verstehen, was die Leute dich fragen. Und mit Hilfe von diesen Fragewörtern kannst du natürlich selbst die Fragen formulieren. Bitte beachten, dass die Fragewörter in jedem Fragesatz die erste Position nehmen und das Verb die zweite Position nimmt. Zum Beispiel, wie spät ist es? Wie spät ist es? Welche Uhrzeit haben wir? Wie spät ist es? Oder was sollen wir heute kochen? Was sollen wir heute kochen? Die vorletzte Kategorie sind Substantive und natürlich habe ich jetzt ganz random verschiedene Wörter herausgepickt. Es gibt noch viel mehr Wörter, die einfach super wichtig sind, aber da ich jetzt am Anfang des Videos groß angekündigt habe, dass es sich um die 50 wichtigsten deutschen Wörter handelt, muss ich mich natürlich auf etwas begrenzen. Und zwar habe ich jetzt die folgenden Wörter für dich. Das Haus, die Familie, die Arbeit, das Wasser, der Tag, die Nacht, das Auto, die Schule, das Land, die Stadt, der Wagen, die Freude. Bei den deutschen Substantiven ist das wichtig, dass du direkt einen Begleiter dazu nimmst. Die Kinder in den deutschen Schulen sagen, dass jedes Wort seinen Begleiter hat. Das heißt, du lernst nicht nur diese Substantive, sondern auch die Artikel dazu. Ich habe das jetzt extra mit den Artikeln gemacht, damit es dir klar ist, dass jedes Wort eigentlich seinen eigenen Artikel hat. Zum Beispiel die Schule oder die Arbeit oder das Land oder die Stadt. Und glaub mir, das macht viel mehr Sinn, dass du diese Wörter direkt mit den Artikeln lernst. Denn später, wenn du gut bist, wenn du schon vieles verstehst, wirst du dich schwarz ärgern, dass du die Wörter nochmal zum zweiten Mal nachschlagen musst und die Artikel dazu lernen musst. Ja, am Anfang ist das sehr lukrativ, dass man sagt, man spart Zeit. Kann ich auch verstehen. Später, wenn du ehrgeizig bist, wenn du sagst, ich will aber fehlerfrei sprechen, macht es durchaus Sinn, dass du diese Wörter, diese Artikel, diese Begleiter einfach dazu lernst. Und die letzte Kategorie sind Adjektive. Adjektive sind dafür da, Gegenstände, Menschen, Sachen, sonst etwas zu beschreiben. Das heißt, ich kann sagen, das ist ein Tisch oder ich kann diesen Gegenstand direkt beschreiben. Zum Beispiel, das ist ein kleiner Tisch oder das ist ein großer Tisch.
Also ich kann das alles mit Hilfe von Adjektiven gestalten. Und zwar haben wir natürlich innerhalb der deutschen Sprache sehr viele Adjektive. Ich muss mich dann aber wieder begrenzen und habe die wichtigsten für dich rausgesucht. Und zwar gut oder schlecht. Alt oder neu. Klein oder groß. Schön oder hässlich. Schon mit diesen Kenntnissen kannst du die einfachsten deutschen Sätze formulieren. Du kannst mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, ob es geklappt hat, ob du schon die einfachsten Sätze schreiben kannst oder sagen kannst, wie zum Beispiel mein Haus oder das Haus ist groß oder zum Beispiel meine Schwester ist schön. Das kannst du alles hier unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten like und kommentiere dieses Video, damit es weiterhin den anderen Deutschlernern angezeigt wird. Und aktiviere unbedingt die Glocke, um nicht zu verpassen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.